Jo Leute, grüß euch alle miteinander. Hier ist wieder der Lazy und es ist wieder Zeit für Papa auf Erkundungstour. Ja, es ist kälter geworden, ein bisschen dunkler und ja, wie gesagt, ist schon mehr Arbeit, eine Folge zu machen. Zumal, ja, bei der Kälte muss man pissen und hier gibt es ja nirgendwo öffentliche Klos. Das fuckt mich total ab, Alter. Also, alle mal voten, schreibt in die Kommentare, wir wollen öffentliche Klos. Gut, dann fangen wir mal bei der ersten Station an. Wir sind hier am Westbahnhof, beziehungsweise Westbahnsteig. Da hat die Uni, also das schöne alte Gebäude ist ja abgerissen. Und die Uni ist da irgendwie, hat sich breit gemacht. Naja, egal. Erste Station, geht's in die Schurzelter. Ja, da ist einer meiner Lieblingskioske. Und hier haben wir noch ein altes, schönes Tyx, sehr gut erhalten. Schein. Dann gehen wir hier rüber. Ich lese da EL. L. Ja, dann gehen wir hier an der Haltestelle rum. Da haben wir noch mehr Pieces. Ein SME. Ein VHA, heiße Spur, ein Knopf, ja, dann geht es hier weiter um die Ecke, hier ein Wandbild. Ja, hier wollte ich vor 10 Sekunden schon filmen, war ich nicht schnell genug. Jetzt steht da hier die Karre vor. Egal. So. Weiter geht's. Naja, ist mal was ganz anderes, ne? Hier kommen noch die Ärmchen raus. So, dann geht's hier weiter. Da haben wir noch ein EL. Ja. Scheint dem oder der, also ihr Revier oder sein Revier zu sein. So, hier. Die sind ja mal richtig groß. Da muss ich schon mal zurückgehen. Damage. Cool. Mal von der anderen Ansicht. Schön. So. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. So, jetzt gehen wir zurück. Also das Sträßchen wollte ich jetzt nur wegen Graffiti abfilmen. Gehen wir jetzt hier rum, links rum. Haben wir noch einen kleinen Stromkasten. Nur ein altes OTS. Okay, gehen wir hier mal rum. Gehen Sie runter und dann links. Dann links und dann sind Sie auf der Rückseite. Können wir einfach unter das Ding. So. Da oben noch ein schönes altes Rooftop. Versuch's mal ranzuholen. So, alles klar. Sehr atmosphärisch das Ganze. Ja, dann gehen wir mal weiter rum. Die Sticker weisen uns den Weg. Ja, das ist Clara. Ups. Ideen haben die Leute. Immer wieder eine weitere eklige Baustelle. Naja, wir fokussieren uns auf die schönen Dinge im Leben. Hier haben wir ein OTS und ein Fora. Das hat irgendein minderbemittelter, nicht wohlmeinender Mensch versucht zu zerstören. Schade. Ein Stückchen weiter sind wir jetzt hier näher Uni. Karl heißt der Puff hier, glaube ich. Kannst du angeblich gut essen. Aber gut, ich bin ja kein Student. Alles klar. Aber ich sehe Pieces. Und zwar einiges an Pieces. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Hier ist ein schönes Mikro. Ein RTL. Dann haben wir hier ein Metz. Und ein Stu. Und ein, ich lese da Rast. Rast und Gerd mit T. Und ein Sick C.
Hier muss ich näher ranzoomen. Ein fast unscheinbares Eule. Da. Okay, ich habe erst Ele oder Elhe, aber steht Eule, habe ich dann gecheckt. Ziemlich lang die Wand. Ja, kommen wir zu den nächsten Highlights. Wieder ranzoomen und die Finger raus. Da sehe ich ein Ask und da oben ein Volker. Ja, so, gleich wieder zurück. Ja, hier geht eine Menge ab. So nach dem Motto, fick die Uni. Ein Achse. Ein Vinyl. Last not least, ein UYS. So, Schwenk. Hier noch, das könnte man fast schon Rooftop nennen. Alter, auf jeden Fall erste Etage. Und was steht da? YCR lese ich da. Okay. Und? Kann ich nicht lesen. U? Einfach ein U? Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Heute laufen wir so ein bisschen im Zickzack. Ja, weil überall sind coole Sachen. Da muss man da rum, da um die Ecke. Ist aber eigentlich okay. Wir sind jetzt hier am Audimax. Ich gehe gleich rechts hoch. Turmstraßenbrücke. Ja, zeige ich euch. Da hinten ist der Lusberg. Straße, aus der wir rauskommen, also hinter mir, heißt Klaassenstraße. Kannte ich vorher noch nicht. Ich stelle nur fest, das frühere Aufstehen, das Routenplanen und das früher Losfahren haben sich voll gelohnt. Tschakka! So. Wenn man von oben hier ranzoomt, ist da noch ein nice Throw-up. Ich kann sogar die Hand auflegen, damit es ruhiger wird. Ja, prima. Ich kann es nur nicht lesen. Schreibt es in die Kommentare. Jess, J-E-S-S, würde ich jetzt mal tippen. Da, guck mal. Fuel Design Center. Fuel Design, also die neue, tun neue Treibstoffe designen oder was. Oh Mann, was das alles gibt. So, da haben wir sowas wie Throw-Ups. Das war früher eh eine berühmte Stelle. Da waren auch bessere Pieces drauf, aber ist ja alles noch eine Etage höher und alles noch was zugebaut. So, da sind wir. Unten konnte das Werk leider nicht vollendet werden. Sieht aber gut aus. Also wäre schön geworden. Vielleicht wird das ja irgendwann mal nachgeholt von dem oder der Künstlerin. Meinen vollsten Respekt. Und ich hoffe, ist keiner erwischt worden. Gehen wir hier mal Treppchen runter. Hier ein Spur. Dann haben wir hier. Vinyl? Keine Ahnung. Vinyl? Ümyl? 2017. Ja, hier in Aachen. Name steht hier unten. Name des Künstlers. Ja, da geht es hier weiter. Wir sind jetzt auf der Brücke Turmstraße. So, da ist noch eins von mir, ein schöner Drache, leider nagt hier der Zahn der Zeit ein wenig, ja, ansonsten tippitoppi in Schuss, das Teil, super. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich diese Arbeit filme, hier nochmal in der Totale, ach, ich mag ihn immer noch. Und guckt euch mal hier den Untergrund an. Das war pain in the ass, das zu malen hier. Scheiße. Das sind dann so Leute, die extra sowas designen, damit keiner drauf malen kann. Aber drauf geschissen. Haben wir trotzdem gerockt. So, hier Hand of Doom.
Da geht's weiter. Gucken, ob ich von weitem was erkenne. Da ist noch ein leicht bedrohliches Face. Müsste man von weiter weg schauen. Gucken. So, und dann ist hier ein Riesenporträt von Yasya. Das kann man auch ganz gut vom Zug aus sehen. Ja, dann geht es hier weiter um die Ecke. Nochmal das Porträt in der Totale. Schöne Arbeit. So, dann geht es hier rum. Ein Samurai und ein Viel. Mit schönen Kätzchen. Der Zug macht einen Krach. So. Dann ein Huls. Dann ein Teufelsman und ein Riesencharakter von Dave the Wolf. So, hier ist Fähnchen. Ja, das ist natürlich scheiße, dass da einer reingekrossen hat. Guck mal die schönen Details hier. Das Vogelköpfchen, der Löwe, Schmetterling. So, dann ein Nachtaktiv-Schriftzug. Ja, die arme Ember hat leider auch eine nicht so schöne Stelle erwischt. Schade, dass da das so verwittert ist. So, dann geht's hier weiter. Fast gemault. Hier eine Arbeit vom Huttänzer. Grüße an den Jungen. Und hier noch eine Illustration von Ember de la Haye. Gott sei Dank nicht verwittert. Gut. Haben wir noch eine Seite? Ja, haben wir. Da gehen wir jetzt rüber. Das ist im gleichen Guss entstanden mit den gleichen Farben. So, gehen wir hier nochmal zurück. Damit man so ein bisschen checken kann, wie groß das alles ist. So, und hier geht es weiter. Eine sehr coole Illustration bzw. Malerei. Ich weiß gar nicht, ich lese hier gar keinen Künstler. Unbekannt. Ja, dann hier was Grafisches. Und dann, ja, Restauration würde ich es nicht bezeichnen, weil die Arbeit war im Original bunt. Aber immerhin eine Würdigung an den größten Street Artist und ältesten Street Artist, den Aachen je hervorgebracht hat. Rest in Peace, Aachener Wandmaler. Ist meine Inspiration of all time, der Mann. Deshalb mache ich mal ein Foto. Naja, ist jetzt doch ein Clip geworden. Cool. Da. Mit seinen Bildern bin ich aufgewachsen. Aber das ist ja eine liebevolle Hommage da im Hintergrund. So, noch einmal ein Schwenk. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen. So. Da hinten nochmal Switch auf meinen Drachen. So, okay. Und weiter geht's. Wir haben ja noch was vor. Jetzt stehen wir hier unten am Fuße der Brücke sozusagen. Und hier gibt es auch noch einiges zu sehen. Hier ein schönes Sativa. Ein Schmusi. Amor und Schmusi waren unterwegs. Och, kuscheliges Duo. So, dann geht's hier weiter. Ein Gelex sehe ich hier und ein Sif. Sif? Schade. Sifler. Siffer. Siff hier nicht ab. So, dann hier. Da ist ein kleines Anti. Und hier eins der Highlights. Guckt euch das an. Ein schönes Spur. Mann, Mann, Mann. Also eigentlich müsste das Papa auf Erkundungsspur heißen, sozusagen. Also ich glaube, ich habe noch keine Folge ohne Artwork von diesem Künstler gedreht.
So, jetzt haben wir hier einen Smoothie. Eben Smoothie, jetzt Smoothie. So, und weiter geht's. Hier sind die Sachen, die wir eben von oben gefilmt haben. I love RWTH, ja, ich nicht so. Die machen sich breit wie Krake, Alter. Aber okay, ist ja schon schön, dass wir die RWTH haben. Hier ein Maniac. Ein Metz. Und ein Semi. Alles klar. Das ist auch sehr schön. Hier noch eine kleine Eule, die den Müll bewacht. Und was haben wir hier? Ein Ask. Okay. Garniert mit ein paar Stickerchen. So. Jetzt macht der Papa Zigarettenpäuschen und dann geht's durch die Unti weiter zum nächsten Spot. Wir sind jetzt Richtung Audimax unterwegs. So, hier noch ein paar Zeitzeugen. Das ist ja witzig. So, und hier noch ein hieroglyphisches Rapt. Rapt 52, jo. Affen. So, hier noch Tex und Müll und Pappe. Und hier geht's die Unti runter, die Senior Schnu gestaltet hat und extra den Malern hier noch Platz gelassen. Gucken wir mal, wie sie den genutzt haben. So. RTL UYPCZ. Okay, so, hier beginnt Schnus Artwork. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Da habe ich einen schönen Vlog zugedreht. Ja. So, wir wollen hier wieder hoch. Nehmen dieses Piece noch mit und gehen mal um die Ecke, weil da habe ich auch noch nicht die neuen Sachen gesehen. Da geht es schon direkt los. Hand of Doom. Mad Professor. NAV-Schriftzug. Und einmal ums Eck. Okay. Ich kann es nicht lesen. Carter. Carter One. Okay. Und Kit. Also ich glaube, die Wand ist schon ein paar Mal bemalt worden. Kann das sein? Legale Wand. Ja. Guck mal, Alter. Ausschließlich diese Wand ist eine freigegebene legale Wand. Aus Denkmalschutzgründen dürfen nur die Farben Schwarz, Weiß, Grau und Braun benutzt werden. Folgende Graffitis sind verboten. Radikale Zeichen, Sprüche, Beleidigung. Werbung und Logos. Dies ist ein Kooperationsprojekt des AStA der RWTH Aachen, Gleis 8. Yeah, Props an Gleis 8, der Rest kann mich mal. So, das Ganze noch mal in Englisch. Gut. Carter Kit, schwarz, weiß, grau und braun. Alter, richtig so Farbnazi-mäßig, Alter. Denkmalschutz. Krass. Naja, gut, Alter, besser als nichts, ne? Ist ja eigentlich auch eine coole Challenge. Wie sieht's denn mit der Rückseite der Wand aus? Ja, da ist nichts. Dann war es das schon. Dann noch einmal von der anderen Seite. Kein Verkehr gerade, wunderbar. Aber ey, stabile DT-Wand, Alter. Kit und Carter, Props, Leute. So, hier nochmal ein Schwenk aufs Audimax. Altehrwürdiges Teil. So, und weiter geht's zum Pontor, Leute. Die Wand, Alter. Oh, illegales Lila. Illegales Blau darf ja auch nicht. Und Grün, ja, nee, Grün darf, ne? Grün und Braun, Alter, alter Falter. Denkmalschutz vor the win. Und woanders wird alles zugebaut und alte, schöne Gebäude abgerissen, nur damit die Schnösels da ihre Klötze hinscheißen können. Alter Falter. Logik hoch 10. Vor uns der schöne Lusberg. Wenn man den sieht, den Drehturm. Okay, kurzer Schwenk. Dann geht's hier schon zur Malteserstraße und da könnt ihr schon die Ausläufer vom Pontor sehen. Gut, aber da ist jetzt graffiti-technisch nichts Spektakuläres. Laufen wir mal über die Ampel. Yeah! Ach, guck mal hier, Alter. Geil. Guck dir das an. Ja, das ist auch Street Art. Guck, rotes Männchen. Tja, was?
was die RWTH alles durchkriegt. Hier rote Männchen, Ampelzeichen, da kann unser eins nur von träumen. Aber gut, ich kann mich auch nicht beschweren. So, ich sehe schon die nächsten Pieces. Aber vorher nochmal hier Touristenschwenk aufs schöne Kontor. Ja, meine Reihe, meine Serie soll eine gute Mischung sein. Aus Tradition und Gegenwart. So ist es, meine Freunde. So, jetzt kommen wir hier auf einen alten Bunker. Und da sehe ich neue Pieces. Die nehmen wir natürlich direkt mal in Augenschein. Exzentrik Musikbunker. So, guck mal, Alter. Ein Brok, ein Brocke oder ein Brake? Aber wenn das, oder Braxe, Broxe. Ich kann es nicht lesen, schreibt es in die Kommentare. So, hier New mit einem Baseball-Ball. So, das ist aber nicht ganz fertig geworden hier, ne? Da muss der Freund noch mal ran. Das ist sehr schön. Da müssen wir mal ein bisschen weiter zurück. Ich denke mal, RE. Alter, vielleicht sollte ich mir doch mal die Brille aufziehen. M. Als letztes ist ein M. Könnte ein Rakim sein, Alter. Geil. Ja. Ich lese da Rakim draus. Super Bild. Gefällt mir mega. So, und hier rechts davon haben wir auch. Geht schon voll ins Abstrakte rein. Collage. So. Ich kann es nicht lesen, muss ich aber auch nicht. Guck mal hier. Bärchen und Tigerchen. So ist das schön. So, und dann haben wir hier noch eine alte Arbeit. Guck mal hier. Tech Trash Backyard Romantik. Und da direkt die Abpackschranke, Alter. Das ist da auch nochmal schön abkassieren. So. Und ein altes Torschild für die Falken vom guten Lake. Von 2010, Alter. 11 Jahre auf dem Puckel. Immer noch stabil am Start. So, weiter geht's. Der obligatorische Sperrmüll darf auch nicht fehlen. Ja, gut. So, okay. Dann fangen wir jetzt hier noch die letzten Bilder ein. Hier geht es noch mal lang. Sehr schöne Arbeit. Also für mich Piece des Tages. Hat er super gemacht. So, hier einmal rum. Hier war auch ein ganz berühmtes Bild von Klaus Peyer. Das hat richtig Skandälchen gegeben. Er wollte halt auf die Kriegsgräuel aufmerksam machen. Und das haben viele Leute einfach einen falschen Hals bekommen. Damit fing es an. So, ein Pine-Narf, auch sehr stabil. Und ja, das war hier die Stelle. Hier war das Bild. Ich gucke, dass ich euch das Foto gebe, wie es früher aussah. So, und hier noch was ganz Schönes. Also Spannendes. Käse cool. Cool Käse. Aber toll gemacht, Alter. Sehr aufwendig. Sehr grafisch. Ja, auch sehr schön. Da hier aber Highlight auf Highlight folgt, kommen wir direkt zur nächsten gestalteten Wand. Ich weiß ja nicht, wie die Straße hier heißt, schreibt in die Kommentare. Sehr schön mit dem Blümchen. Ja, auch ist bunt. Sehr, sehr schön. So, dann haben wir hier noch zum Abschluss, weil ich muss mal zum Ende kommen, 420er. Ein Fiat TBD und noch ein M-Härchen und GSA, das scheint aber frisch zu sein, so wie das leuchtet und knallt. Und ein Uncut. Ja, von dem Mann habe ich auch, oder Frau, habe ich sehr viel Gutes gesehen die letzte Zeit. Und da werde ich bestimmt noch einiges sehen. Gut, Leute, das war's. Mit der hiesigen Folge.
Westbahnhof bis Saarstraße, Papa auf Erkundungstour, die 14. So, gebt mir ein Like, Alter, abonniert meinen Channel, aktiviert die Glocke und bleibt mir treu und geht mit mir auch weiterhin auf Wanderschaft. Peace!